Ein Kinderspiel. Fahrdienstleiter, Ihre Strecke ist derzeit durch einen anderen Zug blockiert. Fahren Sie zunächst zum Signal und warten Sie dort, bis Ihnen das Signal die Weiterfahrt zulässt. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu diesem allerersten Video mit der Foslo G6, die brandneu erschienen ist für den Transim World 2, gebaut von Transim Germany. Und ich kann euch schon mal eins sagen zu dieser Lok. Sie ist der Wahnsinn. Sie ist wunderschön. Da steckt ganz viel Liebe drin. Und sie macht richtig viel Spaß. Absolute Kaufempfehlung, kann ich schon mal jetzt sagen. Ich werde da auch irgendwie nicht für bezahlt oder so. Ich kriege da kein Geld. Ich bin da einfach selbst total begeistert von der Lok. Ist so. Ich zeige euch auch, wieso. Beziehungsweise es wird, glaube ich, im Laufe der Fahrt sowieso klar. Wir gehen jetzt erstmal hier vorne hin und was haben wir denn? Wir haben ja einen Güterzug dran, ne? Ja. PZB-Modus M oder U? Ja, vermutlich U, würde ich behaupten. SIFA machen wir uns an. PZB machen wir uns an. LZB hat die Lok natürlich nicht. Motorstart, was passt alles? Federspeicher passt. Wir haben lassen wir mal auf automatisch. Ich denke mal, das wird in Ordnung gehen. Geschwindigkeitsregler brauchen wir jetzt erstmal nicht. Die Treppenbeleuchtung möchte ich noch haben. Master Slave, das ist halt für Mehrfachtraktionen. Jawohl. So, dann. Achso, was man auch machen kann, das ist richtig cool. Einfach geil. Und man kann hier den Schutzhelm aufziehen und abziehen. So, setzen wir uns mal. Wir ziehen schon mal vor bis zum roten Signal und dann alles weitere danach. So, ein Bremszylinder ist, war noch ein bisschen was drin an Bremskraft, beziehungsweise an, war noch nicht bei 0,0. Bisschen zu früh angefahren. Achso, der Scheibenwischer. So, wir sollen bis zu dem Signal da vorne vorziehen, also Leistung wieder weg. Da sehen wir es auch, wir sind jetzt wieder hier bei 0% angekommen. Und sollen da vorne auch anhalten. Was halt ganz interessant ist bei der Lok, je langsamer sie wird während des Bremsvorgangs, umso stärker zieht die dynamische Bremse an. Okay, anhalten. Halt an, halt an, halt an. Halt an. Halt an, halt an. 6, 5, 4. Oh Gott. Es waren ja so noch 4 Meter bis zum haltzeigenden Signal hier. Fast hätte der uns abgeschossen. Oh, ist der jetzt aus? Okay. So. Ist der. Ah. So. Ja, okay. Genau, ja. Also interessante Bremseigenschaften. Ihr habt es schon gesehen. Da muss man erstmal mit klarkommen. Aber hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Oder macht auf jeden Fall super viel Spaß. Was man auch übrigens machen kann. Ich gehe mal hier in die Kamera 8. Mal gucken, ob das auch klappt. Von der 8 aus. Wir haben nämlich hier. Ja. Das ist so cool. Und was auch bedienbar ist, ist die Schranktür hier.
Das ist Wahnsinn. Das ist super, super cool. Was ein gutes Foto. Okay, so. Nein, nicht Füllschluss. Lösen. Und wir dürfen. Hier die PZB übrigens hier. Mit diesen Soundeffekten sieht auch eigentlich ziemlich gut aus. Hier können wir uns die Instrumentenbeleuchtung noch ein bisschen höher stellen. Deckenspot dimmer auch wenn der glaube ich nicht an ist, aber so. Und ich glaube, wenn wir den jetzt umstellen. Nee, das ist diese Lampe hier. Ja doch, genau, das ist die Lampe. Okay. Wir dürfen aktuell 40 fahren und danach 60. Fahren wir uns mal. Max von der Lok sind 80. Ah. Ja. Das gibt ordentliche Flachstellen. Ja, ich weiß. Okay, Bremsen sind gelöst und auf geht's. Ja, ich weiß. Gut, dann fahren wir erstmal mit 40 weiter. Bisschen mehr Leistung. Hallo Kollege, wärmen wir uns das Horn an. Richtig gut. Also der Sound ist auch wirklich top. So, wir sind jetzt mittlerweile bei ungefähr 70% Leistung. Ja, 65. Ja, 65. Ein bisschen Leistung drauf. Okay. So, jetzt haben wir uns den Geschwindigkeitsregler mit aktiviert. Okay, der hat sich aber gerade wieder deaktiviert. Warum?
mir Leistung dafür aufgeschaltet haben. Okay, ja. Ach, stimmt, wenn ich das richtig im Kopf habe, der Geschwindigkeitsregler hat sich ja deaktiviert, als ich die Ziffer gedrückt habe. Ich glaube, das ist nämlich tatsächlich so. Solange der Geschwindigkeitsregler aktiviert ist. Okay, nee, doch nicht. Dachte ich vielleicht, dass man nicht die Ziffer drücken muss. Okay, dann habe ich das nicht ganz verstanden mit dem Geschwindigkeitsregler, muss ich sagen. So, dann dürfen wir auf die 80 hoch. Nicht zu viel Leistung auf einmal. Wir haben uns schon genug Flachstellen angefahren. Also der Sound, ne, Wahnsinn. So, noch ein bisschen mehr Leistung. Dann sind wir wirklich schon an der Leistungsgrenze angekommen. Hier müssen wir nur drüber fahren, nicht anhalten. Ja, also die Lok ist gebaut von Transit Germany, von Mike Goltz. Wer mir häufiger zuguckt, der weiß, dass ich ihn und seine Machenschaften sehr, sehr wertschätze. Ja, das ist der gleiche, der auch beispielsweise an der Baureihe 101 mitgearbeitet hat, der am ICE mitgearbeitet hat, der an der 425 mitgearbeitet hat, der an der Baureihe 612, die ja noch erscheinen wird, mitgearbeitet hat. Also da weiß man wirklich, dass der Name steht für Qualität. Und das merkt man, die Lok ist einfach richtig gut gemacht. Also ganz, ganz super, ganz, ganz toll. Da steckt richtig viel Liebe drin. Fenster lassen sich übrigens auch öffnen. Auf der anderen Seite auch. Die Tür selbstverständlich auch. Die Tür auf der anderen Seite da vorne auch. Okay, so, wir sind bei den. Na, ein bisschen Leistung braucht wieder noch. So. Da die 422. Bei Rhein-Ruhr Osten ist mittlerweile auch das Rush-Hour-Update dahingehend mit drin, dass die Passagiere ja, Rush-Hour-mäßig hier auch unterwegs sind. Also die Bahnsteige werden schon etwas voller. Da liefern wir jetzt ein kleines Rennen hier. Die Bahnsteige sind etwas voller als sonst. Die Passagiere haben durchaus unterschiedliche Kleidung an, aber sehr abwechselnde Kleidung an. Das ist hier mittlerweile bei der Route auch mit drin. So, noch 185. Oh, wir sind viel zu langsam geworden. Geht auch ordentlich bergauf. Wir werden wirklich kaum merklich schneller. Wir können natürlich auch noch sanden, falls wir einen Sander haben. Ja, ich glaube, wir haben tatsächlich keinen Sander.
auf dieser Lok. Setzen wir uns mal hier vorne auf die Brücke hin und betrachten die Lok im Vorbeifahren. So, es geht immer noch bergauf, 2%. Also wir haben maximale Leistung aufgeschaltet, trotzdem werden wir langsamer. Daran merkt man, das ist halt eine Rangierlok, ne? So, 0%, ja, 0,1. Jetzt geht's wieder runter. Ah, oh, der Sound. Wahnsinn. Ich kann auch wirklich jedem nur empfehlen, mit Kopfhörern sich entweder das Video anzugucken oder es halt selbst zu spielen. Das ist nochmal was ganz anderes. Aber ein viel, viel besseres Erlebnis als mit Lautsprechern. Also, dass die Lok auf der Taranta-Rampe Probleme haben wird, das ist schon vorausprogrammiert. Da freue ich mich schon sehr drauf, mal mit der G6 da die Rampe hochzufahren. Die wird ja da auf jeden Fall im Fahrplan mit drin sein. Das wurde bereits angekündigt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da ist die Ankündigung auf 130 für das Gleis rechts. Nee, für uns. Dann einfach immer langsamer verrückt. Also bei der Qualität dieses Add-ons merkt man, Heidewitzka, ist das gut. Das ist ja nicht durchaus selbstverständlich im TSW. Vor allen Dingen was Third Party angeht. Also wenn ich jetzt mal an die 187 von Skyhook denke, die vollkommen berechtigt ziemlich krass zerrissen wurde von allen eigentlich. Oder auch an die Arosa Bahn oder West Cornwall oder die Isle of Wight von Rivet Games. Auch da sind die Fahrzeuge und die Strecken nicht gerade ganz so top. Aber das hier absolut wow. Richtig wow. Wir fahren übrigens jetzt gerade hier ins Szenario, ne? Das ist kein Fahrplan. So, jetzt geht es hier ordentlich runter.
schon ein bisschen Achterbahn-Feeling hier. Ankündigung auf 120. Ja, schön hier der Herbst. So schön bunt. Habe ich gar nicht so in Erinnerung, dass das auf anderen Strecken außer Dresden-Riesa auch so schön bunt ist im Herbst. Habe ich echt nicht mehr so im Kopf gehabt. Ich war total fasziniert davon, auf Dresden-Riesa, dass das ja da überarbeitet worden ist. Aber ehrlich gesagt, das hier sieht auch richtig schön aus. So jetzt gerade so die Ecke mit dem Blautönen, mit den Grüntönen, den Gelbtönen, den Rottönen, das ist schon richtig gut. So, über einen Ort fahren. Über einen Ort fahren, 10 Kilometer. Gut. Falls wir bis dahin nicht auf Null schon runtergebremst worden sind von der Schwerkraft. Hübsche kleine Screenshots machen. Kann er nicht schaden. So, wo sind wir? Wir sind bei 60 km/h, 75 und die 80 haben wir gleich erreicht. Sehr gut. Dann Leistung runter. Wir sind jetzt schon über 80. 82. Oh, es geht bergab. Okay, wir brauchen Luftdruck. Jetzt wird es interessant, ne? Wenn hier die Geschwindigkeiten so in die Höhe schießen. Hier, wir haben volle dynamische Bremse. So, jetzt können wir die wieder lösen, weil wir wieder auf 0 Grad sind. Das war, glaube ich, in der Fatale, oder? Ja. Durchs Enderportal. Ich finde die Station in der Petal immer ziemlich gut wiedererkennbar. Weiß auch nicht warum. Ach, es macht so viel Spaß, in dieser Lok drin zu sitzen, ne? Ich freue mich schon extrem auf die Baureihe 420. Die kommt ja auch von TSG. Und wenn die auch nur ansatzweise in der Qualität ist, wie jetzt hier die Foslo V6. Das wird ein richtig spaßiger Tag, der Release-Tag und natürlich auch die folgenden Tage. Hallo Kollege.
Als Strecke braucht man Rhein-Ruhr-Osten. Das ist praktisch die Heimatstrecke dieser Lok. Es geht wieder bergunter. Also ganz, ganz schnell wieder Bremsleistung. Und ich glaube, ein wenig Luftdruck kann nicht schaden. Halten wir mal so bei 9%. Können dafür die dynamische Bremse ein wenig lösen. Ich wollte die nicht komplett lösen. Jawohl. Das müsste eigentlich klappen. Wenn man ganz leicht hier mit Luftdruck und ungefähr 50% dynamische Bremse. Ja, nehmen wir mal doch vielleicht 70%. Genau. Ja, also das ist dann ziemlich gut, weil so sehen wir, jetzt werden wir hier langsamer. Das ist, wie dieser Ball hier gelb aufleuchtet. Das heißt, dass wir in Geschwindigkeit abnehmen. Und wir sind immer noch ein bisschen zu schnell, daher nehme ich noch ein bisschen mehr Bremskraft. So, jetzt gehen wir hier runter auf die 80. Und dann, solange hier die 1,7% Gefälle bleiben, halten wir damit, wenn wir jetzt bei ungefähr 70 sind, die Geschwindigkeit müssten wir jetzt eigentlich ziemlich gut halten. Ne? Wir sind jetzt nämlich hier in diesem weißen Bereich. Dieser Ball ist grau. Okay, jetzt ist der blau geworden. Das heißt, wir werden wieder schneller. Heißt also, wir brauchen noch ein bisschen mehr Bremskraft. So, jetzt sind wir wieder in diesem grauen Bereich. Jetzt sogar im gelben Bereich. Das heißt, wir werden noch langsamer. Na? Nee. So. 70%, wir werden immer noch schneller. Ja, okay. Ja, jetzt ist es wieder grau. Das heißt, wir halten jetzt gerade wirklich die Geschwindigkeit mit ein wenig Luftdruck und ungefähr 70% dynamischer Bremse. Die Bremse zurücknehmen, weil wir jetzt wieder auf flach sind, also 0% Steigung. Können Leistung aufschalten. Achso, die idealerweise noch lösen. Über einen Ort fahren, 400 Meter, mal gucken, was wir da machen müssen. Na, dann sind wir, glaube ich, gleich schon in Hagen. So, 100 km/h. Nehmen wir die Leistung komplett raus. Es geht wieder ordentlich bergunter. Beziehungsweise ich ziehe schon mal die dynamische Bremse an. Das wird aber nicht reichen. Wir werden immer schneller. Daher
ungefähr 15% Zugbremse. Genau, und das passt. Man sieht es, ne? Der Ball wieder ganz leicht ins Gelbe gekommen. Vielleicht können wir die dynamische Bremse lösen. Nein, nicht komplett. Ah, vielleicht doch jetzt komplett, weil... Ne, doch nicht, weil wir jetzt auf PZB wachsam drücken müssen. So, sind unter den 55. Wir haben was dann 60-70 km/h zu erwarten. So, da es bergunter geht, E-Bremse anziehen. Jo, so ist gut. So, jetzt geht es, glaube ich, noch ein bisschen stärker bergunter. Das müssen wir nicht bestätigen. Aber hier die Ankündigung auf 50. Quatsch, die Ankündigung auf 40. Die müssen wir schon bestätigen. So, es geht berghoch, heißt also Leistung aufschalten. Schön, ne, wie viel los ist in diesem Szenario. Richtig gut gemacht. So, Leistung komplett runter, weil wir jetzt flach sind. Ups. Eie. Upsi. Ich habe aus Versehen die Notbremse betätigt. Ich wusste gar nicht, was der Schalter von der Notbremse ist. Ja. Achso, wir müssen den Motor vermutlich wieder anmachen. Richtungswender ist in Vorwärtsstellung, okay. Was brauchst du denn von mir?
Okay, die Zugbremse scheint wohl noch angezogen zu sein, oder? Warum löst denn die Zugbremse nicht? So. So. Habe ich aus Versehen die falsche Taste gedrückt. So, 40 dürfen wir fahren. Jetzt weiß ich wenigstens, dass die Rücktaste, also die Backspace, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißt, die Taste, womit man Buchstaben wieder löschen kann, wenn man sie eingetippt hat, dass die Taste für die Notbremsung da ist. Das wusste ich nicht. So, da vorne müssen wir anhalten und dann abkuppeln. Ach, nicht Notbremse. Nicht Notbremse. Verdammt.
Kuppeln. Jawohl. Sicherheit geht vor. Helm aufsetzen. Und ihr werdet einmal abgekoppelt. Ah, cool, ich kann die Stufen hier hinaufsteigen. Nice. So. So, wir fahren jetzt natürlich auch deutlich, können jetzt natürlich auch deutlich einfacher anfahren. Wir dürfen weiter nur 40 fahren. Wobei, wir sind, finde ich, eigentlich eine Rangierfahrt jetzt? Nee, oder? Weiß ich gar nicht. Weil, falls doch, dann dürfen wir eigentlich nur 25 fahren. Ah, doch, ich glaube, wir sind noch eine Zugfahrt. Ich meine, sind wir auch gerade an einem Hauptsignal vorbeigefahren, also wird das schon passen. Nicht, dass ich eine Ahnung hätte, ob das irgendetwas bedeutet, aber ich sage jetzt einfach mal. So, und wir halten an. Okay. Fahrtrichtung. Wobei, wir können auch eigentlich den Führerstand wechseln, ne? Setzen wir uns mal hier rüber. Lösen. Lösen. Aus. So, und jetzt müssten wir doch theoretisch. Jawohl, das klappt. Lösen. Lösen. Und Leistung erhöhen. Ich hoffe, die Weichen stehen richtig. Okay, ja, eigentlich schon.
So, die Weiche steht hoffentlich auch richtig. Das ist dieser Bug bei TSW, dass die Weiche eigentlich in die Richtung zeigt, aber eigentlich müsste das jetzt nach links hier abgehen. Ja, ne? Genau. Cool, das sind so die Gefilde, in denen man bisher nicht unterwegs war, ne? Weil hier keine Elektrifizierung mehr ist. Und wir vorher kein Diesel, keine Diesellok hatten, mit der wir hier rumfahren konnten. Halten wir an, bevor wir da vorne gegen den Prellbock fahren. Jawohl. Und abkuppeln. Achso, unser Helm. Unseren Helm haben wir noch auf. So, ich glaube, hier möchte er, dass wir abkuppeln, ne? Na? So. War das richtig? Ich glaube schon. Oh nein. Oh, dammit. Ha! Ach, Glück gehabt. Eieiei. Okay, ja, machen wir es einfach so. Fahrtrichtungswende in Rückwärtsstellung. Machst du nicht? Okay, dann machen wir es anders. Lösen. Lösen. Aus. Und den hier aktivieren. Jawohl, das hat geklappt. Hier haben wir schon gelöst. Gelöst. Und Leistung aufschalten. Okay, die Weiche steht richtig. Dann würde ich sagen, fahren wir vor bis, ja, bis hierhin ungefähr, ne? Die Weiche steht auch richtig. Ja, bis zu dem Signal können wir eigentlich vorfahren. Dann ändern wir nochmal die Fahrtrichtung und nehmen dann die Weiche zurück, da vorne in das Gleis. So, dann können wir auch, glaube ich, schon anhalten. Genau. Ach, so weit hätten wir gar nicht vorfahren müssen. So, dann einmal die Weiche. Genau, so, das müsste passen. So, lösen, lösen und Nullstellung. Einmal rüber. Vorwärtsfahrt. Genau, lösen, lösen. Und ab geht er, der Peter.
ich bin ja eigentlich echt nicht so der Fan vom Rangieren, das wisst ihr ja. Ich verzweifle dann in der Regel ziemlich schnell und sehr stark. Aber das macht richtig Spaß. Also selbst wenn man gar kein Rangierfan ist, mit der Lok, macht das echt viel Spaß. Also absolute Kaufempfehlung, wie gesagt. Das ist meiner Meinung nach einer der qualitativ hochwertigsten Loks, die wir überhaupt haben im TSW, zumindest was den deutschsprachigen Content angeht. Also definitiv in einer Liga wie die Baureihe 101 von der Qualität her. Gut, das hätten wir geschafft. Dann kuppeln wir noch ab. Machen wir das mal in der freien Kamera. So, das haben wir. Ja, TSW. Komm schon. Ich habe sie abgekuppelt. Ja, geht doch. Und dann sollen wir da vorne anhalten und da endet auch, glaube ich, das Szenario. Dann der hier noch auf aus. Den übernehmen wir dann wieder. Fahrtrichtungswender, Vorwärtsfahrt und los geht's. VMAX 25. Also ich hoffe, die Weichen stehen da richtig. Doch, die Weiche steht, glaube ich, richtig. Oder? Die Weiche steht auch richtig, die geht nämlich nach rechts. Und die geht nach links. Ich glaube, die Weichen stehen alle korrekt. Genau, die geht nach rechts, die geht nach rechts und die geht nach rechts. Jawohl, alles perfekt. So. Gut gemacht, das war eine gute Fahrt. Bitte melden Sie sich bei der Lokleitung ab, bevor Sie Ihre wohlverdiente Pause genießen. Mach mal gerne Zeit für Pause. Ach so, okay. Ich dachte, das Szenario ist vorbei. So, Helm ist auf. Ja. Ja. Achso, Scheibenwischer machen wir noch aus. Hier auch. Genau. Das haben wir alles. Federspeicherbremse legen wir an. Ne, sehen wir jetzt auch hier auf dem Display. Da auch. Federspeicher ist angelegt. Dann können wir die jetzt eigentlich lösen noch, ne?
Genau. Was können wir noch machen? Batterieschalter aus. Jo. Feierabend. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, dann laufen wir rüber zum Stellwerk und melden uns mal ab. Hier liegen noch ein paar Rohre rum. Okay, es kommen keine Züge, dann schnell rüber. Und moin moin. Gut. Wow, fast eine Stunde für 30 Kilometer gebraucht. Wahnsinn. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mir hat es extrem Spaß gemacht. Was haltet ihr von der G6? Wie findet ihr die so? Schreibt es mir sehr gerne mal in die Kommentare rein. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.